willkommen zurück zum nächsten Part von Ori and the Blind Forest. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und wir haben erzählt bekommen, dass wir einmal hierhin müssen und noch zu einem Vulkan und zu so einer Eisgegend mehr oder weniger. Und ich würde sagen, wir sollten uns da direkt auf den Weg machen. Okay. Los geht's. Sieh dir den Boden an. Er wirkt instabil. Moment. Der kann es doch bestimmt zerstören. Habe ich recht? Ja. Sehr schön. Die Frage ist, soll ich zuerst da nach unten gehen oder zuerst hier lang? Ich glaube, ich sollte erstmal hier nach oben gehen, oder? Ja, oder? Nee, ich glaube, ich gehe erstmal hier unten lang. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich gehe erstmal hier lang. Ja. Okay, da unten ist dieses Viech noch. So. Genau, im letzten Part haben wir auch den Wandsprung erlernt. So. Was haben wir denn da oben für einen Schalter? So. Ah, okay. Gut, dass wir zuerst hier lang gegangen sind. Aber habt ihr gesehen, da oben war ein Secret. So. Ah, genau. Hier können wir noch nichts machen. Das können wir nicht zerstören. Boah, hier gibt's schon wieder so viele Wege, ne? Was haben wir hier? Ah. 100 Erfahrung. Damit haben wir auch ein neues Level. So, genau. Ich habe gesagt, wir machen diesmal das, dass die Sammelgegenstände von Ori angezogen werden. Ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. So, aber mehr gibt es hier anscheinend nicht. Und die Dinger können wir ja noch nicht zerstören. So, hoch mit dir. Okay. Dann hier lang. Oh. Oh, wir müssen da oben lang. Okay. Ja, das kann man da wahrscheinlich später als Abkürzung nutzen. Ich hoffe, ich bin jetzt hier auch richtig. Oder ich soll... Ich glaube, ich gehe erstmal hier nach links, bevor ich da oben lang gehe. Was haben wir hier? Oh, eine neue Fähigkeit, oder was? Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seine Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Ich glaube, wir können jetzt die Wände da zerstören. Diese blauen, brüchigen Wände. Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du die linke Maustaste zum Aufladen gedrückt halten und dann linke Maustaste loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Alles klar, tatsächlich. Okay, hier haben wir nichts mehr. Wir haben ja schon mal so eine brüchige Wand gesehen. So, genau. Gucken wir mal. Zack! Nice. Aber das kostet natürlich hier auch eins. Ich glaube, wir können jetzt auch dieses Ding hier zerstören. Oder? Ja, genau. Das gibt eine Menge Erfahrungspunkte, wie man sieht. Also sollte man das auf jeden Fall machen. So, ich will jetzt nochmal hier rüber. Weil ich brauche wieder Energie. Okay. Genau. Perfekt. Ah, genau. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen... Moment, wir können auch hier unten lang gehen. Da unten gab es auch noch einen Weg. Da kommen wir jetzt nämlich lang. So. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Das war nur eine Verbindung. Ah, okay. Verstehe. Dann sind wir jetzt hier richtig. Da oben gab es aber nichts mehr, ne? Nee, alles klar. Gut, dann sind wir hier richtig. Dann können wir wieder nach oben gehen. Da haben wir jetzt die Verbindung schon mal geschaffen. Wir müssen eh nochmal früher oder später nochmal zurück und alles erkunden. Wenn wir alle Fähigkeiten haben oder zumindest die meisten Fähigkeiten. So. So, hoch mit dir. Nein. So, ich glaube, jetzt können wir nur noch hier oben weitergehen. Na, komm. Okay, nice. Genau. Was ist das denn für ein riesiges Drecksvieh? Oh, shit. Das ist gar nicht mal so schwer jetzt. Hier. Oh, springen. Ja. Okay, ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Ich sollte erstmal dieses Viech da killen. Das ist schon nice, dass die EP angezogen werden. Nee, hier kommen wir nicht hin, oder?
Mit einem guten Sprung da hoch vielleicht? Nee, es geht nicht. Nee, da kommen wir nicht hin. Es geht noch nicht. Jetzt bin ich hier extra wieder runtergesprungen. Ah, verdammt. Ja, so einfach ist es gar nicht. Okay. Und ein Sprung. Alles klar. So, da oben, glaube ich, kommen wir auch nicht drüber. Oder? Guck mal da. Das ist so eine dunkle Krähe, so wie es aussieht. Kann ich den so hitten? Nee, am besten springe ich hier an der Wand und hitte die so. Was sind das viele? Holy shit. Alter. Aber die habe ich gut gekillt, oder? So. Mehr Erfahrung. So. Zack. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, jetzt kommen gleich diese Dreckspinnen schon wieder. Leute, die meine ELPs verfolgen, die wissen, ich hasse Spinnen. Okay, wir können jetzt entweder hier hoch. Ah ne, wir können nicht hier hoch. Oder doch, wir können schon hier hoch. Ah, Dreckspinne, hau ab. Nee, ich hau ab. Tschüss, ich gehe. Ich gehe hier unten lang. Aber ich glaube, da werden ebenfalls Spinnen auf uns warten. Ja, gehen wir erstmal hier unten lang, oder? Ach du Scheiße. Wo kann ich hier stehen? Ja. Nein, jetzt muss ich alles nochmal machen. Ja, komm. Ich wusste doch nicht, dass hier nichts ist. Ich dachte, ich kann da unten lang. Scheiße. Fuck, Mann. Ja, come on. Ich dachte, da unten geht's lang. Oh, sorry, Leute. Jetzt können wir alles nochmal machen. Ich dachte, da unten geht's lang. Ja, deshalb sollte man in dem Spiel echt oft speichern. Das habe ich jetzt nicht gemacht und deswegen werde ich bestraft. Ah, lame, oder? Sorry dafür. Aber mein Gott, ist jetzt passiert. So, machen wir die Verbindung wieder auf hier. Na, ich denke, ich komme da schnell wieder hin. Das geht ja ganz fix eigentlich. Aber ich wusste nicht, ich dachte, da ist auch ein Weg. Das konnte man ja nicht sehen. Und genau deswegen sollte man sehr oft speichern. Was ich nicht gemacht habe in dem Fall. So. Dann hier nochmal hoch. Ja, dann sind wir eh schon gleich wieder da. Oh, wenn du springen würdest, Ori. Please. Okay. Nein. Please, geh da hoch. Okay. Und hier lang. So, jetzt muss ich die Viecher wieder killen hier. Immerhin können wir wieder eine Menge EP mitnehmen. Ist ja auch nicht schlecht. So. Dann diese Drecksviecher noch und dann haben wir es eh wieder geschafft. Dann sind wir wieder da, wo wir gestorben sind. Oh shit. Nicht nochmal sterben. So, dann werde ich aber jetzt auch hier speichern. Nicht, dass ich wieder sterbe. So. Ja, jetzt wird uns das nochmal gezeigt. Okay, wir können also nicht unten lang. Alles klar. Oh shit. Kann ich hier hinspringen? Muss ja gehen, oder? Wie ekelhaft. Was sind denn das? Irgendwelche Spinneneier oder... Okay, hier geht's lang. Aber da oben ist auch irgendwas. Kann ich das von hier aufmachen? Ja. Oh nein, jetzt verstehe ich das. Ja, jetzt fällt das nach unten. Jetzt können wir unten lang. Alles klar. Shit, nein. Nein, ich wollte doch nicht nach unten. Scheiße, ich wollte doch noch gar nicht nach unten. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder? Scheiße, jetzt bin ich wieder down. Fuck, Mann. Ich wollte doch gar nicht nach unten. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gestorben bin. Weil dann kann ich wenigstens noch gucken, was oben ist. Weil wir sind jetzt... Nee. Ah, wäre ich nochmal nach oben gekommen? Vielleicht. Dann können wir noch schauen, was hier drin ist. Ich wollte nämlich jetzt hier noch nicht runterspringen, ehrlich gesagt. Wie ich jetzt hier rumfähle in dem Part, ne? Sprung. So, dann gucken wir erstmal, was sich hier befindet. Spring, Ori. Oh, wir haben keine Energie.
Dann müssen wir erstmal hier lang. So. Okay. Gleich würde ich sagen, wir speichern wieder. Kann ich hier lang? Ja, kann ich. Boah. Aber es hat sich gelohnt. Hier gibt es eine Lebenszelle. Wow, ein Leben mehr. Aber wie kommen wir hier wieder hoch? Ah, doch, das geht. Ist nicht einfach, aber das kriegen wir hin. Mit dem guten Sprung hier landen. Jetzt. Oh, okay. Boah, das ist mega knapp bemessen, aber es funktioniert. Okay, dann ist es sogar gut, dass wir hier wieder gestorben sind. Weil jetzt haben wir ein Leben mehr. So, das Problem ist jetzt nur, ich habe keine Energie mehr, um das nach unten zu bekommen. So, Level reicht auch noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo Energie suchen. Hier gab es doch irgendwo was, oder? Genau, hier. Ich kill den jetzt nochmal, weil der gibt einiges an EP. Zumindest die meisten von denen. So, nehmen wir die EP noch schnell mit. Und das reicht sogar für ein Level. Was ist das hier? Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Oh, das ist nice. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Vergrößert den Radius und erhöht den Schaden der Stichflamme. Ich würde sagen, wir machen das. Dann können wir auf der Karte sehen, falls wir was übersehen haben. Was ist das denn hier? Ah ja, das kann man zerstören. Da kommen wir noch nicht hin. Genau. Als nächstes machen wir dann wahrscheinlich das mit der Stichflamme wieder. So. Jetzt kann ich hier hoch. So. Und zack. Perfekt. Achtung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Okay. Obwohl wir sollen eigentlich nach rechts. Vielleicht, ah ne, hier ist eine Sackgasse. Dann sollte ich erstmal nach links gehen. Aber wie soll ich denn da jetzt lebend durchkommen? Okay. Okay, hat geklappt. Ist da was? Nee. Oh, und es hat sich gelohnt. Eine Energiezelle. Nice, auch sehr wichtig. So, wir... Ah, hier kann ich nicht. Aber hier geht's, alles klar. Schön das Spiel wieder speichern. Kann ich hier hoch? Achtung. Oh Gott, das hätte mich fast getroffen jetzt hier. Ich glaube, wir sollten hier nicht reinfallen. Das ist halt gut, dass die Dinger jetzt angezogen werden, sonst könnten wir die EP nicht mehr bekommen. Das ist aber jetzt hier schon ein bisschen krass, oder? Achtung. Aber gut, Sprung. Okay. Ich will hier nicht reinfallen. Ich glaube, wir können da auch irgendwann mal drin schwimmen. Aber solange das Wasser so verunreinigt ist, nicht, denke ich. So. Okay. Ah, okay, hier kommen wir nicht durch, alles klar. Oh, dieses Spiel ist so wunderschön, weil ihr könnt mehr auf den Hintergrund achten. Es ist so schön, dieses Game. Macht so viel Spaß zum Spielen. Also an alle, kauft es euch auch. Es macht echt extrem viel Fun und ist ein super Game. Man sollte die begabten Entwickler auf jeden Fall unterstützen. Weil dieses Game ist einfach nur atemberaubend. Und ich hoffe irgendwann mal auf einen zweiten Teil. Kann man da rein? Nee, ich dachte, man kann da vielleicht rein. Wie kommt man denn da hin? Da oben kommt man auch nicht hoch. Ich sollte hier nochmal speichern. Okay. Okay. Was ist das für ein Vieh? Wow. Okay, das hält deutlich mehr aus. Oh, was haben wir hier? Okay, wir brauchen wieder ein Kartensteinfragment. Alles klar. Zack. Kommen wir hier auch nicht hoch? Nee. Ich kann hier leider nicht an die Wand springen, sonst könnte ich da vielleicht drüber kommen. Aber so hoch kann ich leider nicht springen. Okay. Merken wir uns den Spot mal hier.
Der sieht auch extrem brüchig aus hier. Oh. Ich glaube, da kann ich noch nichts machen, ne? Ich glaube, irgendwann kann Orach mal eine Stampfattacke. Aber jetzt noch nicht. Da ist das Kartensteinfragment, sehe ich jetzt erst. Stirb. Oh, das war knapp. Ja, dann gehen wir erstmal zu dem Kartensteinfragment. Oder hier hoch. Sehr schön. Zack. So, ich würde jetzt demnächst gerne mal wieder speichern. Nur habe ich jetzt keine Energie mehr. Oh mein Gott. War das knapp. So, schnell speichern. So. Ja, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Hier lang oder soll ich zuerst das Kartensteinfragment holen? Oh shit. Irgendwer hier lang. Ich glaube, ich sollte erstmal hier lang gehen. Ja, oder? Ja, komm, wenn wir jetzt schon hier sind, dann gehe ich erstmal hier lang. Ich glaube, das sind stärkere Gegner, da sollen wir noch gar nicht hin. Boah, dass ich hier überlebt habe, ohne getroffen zu werden, ist auch ein Wunder. So, schön zurückweichen. Ey, wie viele das sind, ne? Okay. Nee, Leute, wir sollen hier noch nicht hin. Wir sollen ja da hin. Hier geht es wahrscheinlich zum nächsten Gebiet, denke ich mal. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal vorerst und holen mir jetzt erstmal das Kartensteinfragment, das sich irgendwo hier befindet. Nice. Und da drüben ist auch noch was, oder? Ja, aber da kommen wir so nicht hin. Okay. Wow! Boah, bin ich jetzt erschrocken, weil das Viech auf einmal wieder da war. So. Achtung. Dieses Viech ist nämlich auch wieder da. Nice. So. Oder sollen wir doch hier nach oben? Nee. Nee, wir sollen hier lang, ne? Nicht hier nach oben. Nee, ich denke, hier geht's zum nächsten Gebiet. Und hier sollen... Wir sollen ja hier hin. Alles klar. Aber das haben wir dann schon mal vorträglich gemacht. Ist auch nicht schlecht. Oh, der hat mich jetzt getroffen, der Assi. So, hier lang. Dornensumpf. Okay. Ja, mit den Erfahrungspunkten. Die Musik ist so schön. Was willst du? Komm her, Mann. Ich finde die Musik so unfassbar schön in dem Game. Und die Grafik auch. Diese Gegner sind echt mies, ey. Aber sie sind nicht wirklich schwer. Okay, die Musik ändert sich. Da oben haben wir irgendwas. Ich glaube, da komme ich so nicht ran. Zumindest nicht so einfach. Oder mit dem guten... Nee, niemals. Niemals komme ich dahin. Okay, hier mal wieder so ein Stein. Ich denke, ich muss den... rausschieben, damit ich da hochkomme, oder? Ja. Oh Gott. Ich kann ihn gar nicht so weit rausschieben, oder? Sonst renne ich in die Stacheln. Nee, ich glaube, das geht. Oder komme ich hier durch? Nee, ich kann ihn gar nicht so weit rausschieben. Sonst... Shit. Sonst renne ich in die Stacheln. Schnell, nimm den. Ich glaube, ich muss ihn in die Richtung schieben. Und dann vielleicht, wenn ich da hinten bin, nochmal in die andere Richtung. Genau, so geht's. Und jetzt in die andere Richtung. Oh, was haben wir hier? Ist es eine Sackgasse hier? Ja, tatsächlich. Okay. Guck mal, weil ja, ein bisschen vom Level fehlt uns noch. Da brauchen wir eigentlich nicht in das Menü gucken, wo wir unsere Fähigkeiten aufbessern können. Ah! Knapp. So. Jetzt sollten wir da hochkommen. Ja. Okay. Schnell. Beeil dich. Okay. Die Gegner sind echt fies. Ich denke auch von hier oben können wir nicht dahinter springen.
Ist es der, den wir beim Vordergrund sehen? Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Gewinne die Wasserader zurück. Ohne die Wasserader bleibt der Ginsobaum verschlossen. Okay. Alles klar. Ich glaube, das ist der, den wir immer im Vordergrund gesehen haben. Schon wieder so ein Drecksvieh. Achtung. Am besten ist es, wenn man hier immer ein bisschen zurückweicht. Und sie kommen lässt. Nice. Neues Level. So, dieses Mal würde ich sagen, machen wir das wieder. Oder vergrößert den Radius, dann erhöht der Schaden der Stichflamme. Oder das. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Nee, ich würde sagen, wir machen das hier. Ja. Da ist er. Komm her. Na, warte. So, dann haben wir hier was. Wieder Erfahrung. So, geht's da oben auch? Ah, Moment mal, da oben könnte vielleicht was sein. Nee, ich komme da nicht hoch. Nee, vergesst es, ich komme da nicht hoch. Ich wollte vielleicht versuchen, da oben hochzuspringen, aber das geht nicht. Da drüben haben wir auch nichts Besonderes. Wow! Wow, 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 was sind das für Viecher? Okay, hier haben wir nichts. Also muss er nach links gegangen sein. Da ist noch so ein Vieh. Okay. So, hier kann man, wie gesagt, noch nicht... Oder? Geht das? Nee, es geht nicht. So. Achtung. Okay. Da oben kommen wir auch nicht hoch, leider. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch dieser Weg, richtig? Hier kommen wir nicht hoch, das ist verschlossen. Ja. Achtung. Da ist er. Oh, shit. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter und holen uns... was war's nochmal? Wir holen uns auf jeden Fall zurück, was wir brauchen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Damit kommen wir in den Ginsobaum. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.